Was hat die Ukraine aktuell wie in diesem heftigen Kampf um Avdiivka Russland noch entgegenzusetzen? Nun, also ich finde es beeindruckend, was Ihr Reporter hier berichtet hat. Und vielleicht möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern mal hier vermitteln, was es wirklich bedeutet, in einem Artilleriekrieg verwickelt zu sein, beziehungsweise dort an der Front zu sein. Und das Artilleriefeuer permanent eben zu hören und vor allem auch exponiert zu sein gegenüber eben diesen Einschlägen, beziehungsweise auch die ewige Furcht, die man hat, eben, dass man vielleicht getroffen wird. Das ist ein schrecklich passives Gefühl, eben russischen Artilleriefeuer ausgeliefert zu sein, sei es jetzt der Rohrartillerie oder Raketenartillerie. Und der psychologische Druck auf die einzelnen Soldaten ist enorm. Und ich kann Ihnen nur aus persönlicher Erfahrung sagen, wenn man dann wirklich mal in einer befestigten Stellung ist, in einem Bunker, fühlt es sich sehr erleichternd an, wenn man quasi unter der Erde liegt und zumindest etwas Schutz hat. Und man geht die ganze Zeit mit dem Gefühl umher, das kann man vielleicht vergleichen mit den Sekunden, bevor man einen Schlag ins Gesicht erwartet. Ja? Also man ist körperlich extremst angespannt. Und denken Sie sich jetzt, dass Soldaten hier Monate, Jahre lang schon also diesem Druck ausgesetzt sind. Also was das langfristig mit den Soldaten macht, wage ich hier gar nicht mehr vorzustellen. Um jetzt auf Ihre Frage einzugehen, Avdiivka. Ja, also hier ist das große Problem selbstverständlich, dass die Truppen in der Stadt selbst früher oder später vielleicht abgeschnitten werden können, beziehungsweise eben, dass es zu einer Art Festung Avdiivka kommt, eben wo die ukrainischen Streitkräfte hier langsam ausgeblutet werden, wo selbstverständlich die Russen, wie bereits erwähnt, große Verluste haben. Mein persönliches Sorgnis oder warum ich mir Sorgen mache, was diese Entwicklung betrifft, ist nicht so sehr die Stadt selbst, sondern was kommt danach und ob die ukrainischen Streitkräfte sich hinter Avdiivka, ja, einkramen können, beziehungsweise hier relativ schnell jetzt eine neue Verteidigungslinie hochziehen können, beziehungsweise hier eben ein gestaffeltes Verteidigungssystem etablieren. Das ist enorm wichtig. Wenn Avdiivka verloren geht, führt es zu einer Begradigung der Front. Es wird jetzt keinen unmittelbar strategischen Einfluss haben auf das Kampfgeschehen, beziehungsweise wird es auch nicht so sein, dass das jetzt ein nennenswerter Erfolg wäre für die russischen Streitkräfte. Zumindest wäre es ein sehr teuer erkaufter Erfolg. Aber langfristig ist es so eben, ist es wichtig, dass die Ukraine hier Verteidigungsstellungen etabliert, eben um die Stadt, sollte sie verloren gehen, um den, also die Einnahme der Stadt, also den russischen Vormarsch hier etwas eindämmen zu können. Es gibt aber auch andere Sektoren, eben, wo die Russen großen Druck erhöhen, zum Beispiel im Bereich Kupiansk, dort in der Gegend. Und hier ist es auch so, eben, dass die Ukraine wahrscheinlich sich es sehr schwer tut, im Moment Reserven zu verschieben. Es sind nicht mehr genügend Reserven auch vorhanden auf ukrainischer Seite, und Russland selbstverständlich kämpft, hat auch Personalprobleme, das möchte ich hier nicht kleinreden, aber beide Seiten, wie gesagt, sind relativ erschöpft. Es gibt aber größeren offensiven Druck im Moment von Russland, und als letzten Punkt möchte ich vielleicht hier erwähnen, Russland in den nächsten Monaten hat mit Sicherheit in drei Bereichen einen Vorteil, zumindest was die Quantität betrifft. Erstens, was Artilleriemunition betrifft, das ist sehr signifikant, weil es nach wie vor ein artilleriedominierter Krieg ist. Zweitens, was FPV-Drohnen, also selbstgebaute Kamikaze-Drohnen betrifft, hier hat Russland einen Vorteil. Das ist natürlich auch jetzt da relativ von Vorteil für das unmittelbare Kampfgeschehen. Und drittens, im Bereich elektronische Kampfführung ist es, hat Russland hier einen Vorteil, und elektronische Kriegsführung, also das heißt jetzt Störsender und so weiter, die eben angreifende Drohnen ablenken können, beziehungsweise die eben die Verbindung unterbrechen können eben von Drohnen. Hier ist es natürlich so, dass je mehr Drohnen auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden, desto wichtiger die elektronische Kampfführung hier ist. Und ich glaube, im Vergleich jetzt zu einem meiner vorherigen Frontbesuchen ist es so, dass ich am meisten das wahrgenommen hat, die Präsenz eben von diesen FPV-Drohnen, die wirklich überall sind und die ständig im Einsatz sind. Schauen wir mal auf einen Bereich. Wir haben auch eine Karte vorbereitet, wo es für die ukrainischen Truppen vorangegangen ist. Wir schauen jetzt in die Region Cherson, denn dort sollen die ukrainischen Truppen Brückenköpfe am Dnipro, am Fluss, errichtet haben, während also Russland von Umgruppierungen spricht. Aber klar, da gibt es natürlich unterschiedliche Narrative in diesem Krieg. Aber die große Frage, die das natürlich bedeutet, wenn dort die Truppen vorrücken, und da
kommt nämlich eine Frage aus dem Stream dazu, wie das einzuordnen ist, was das bedeuten könnte als Erfolg für die Ukraine. Und zwar möchte Stefan Warenberg bei YouTube gerne wissen, wie realistisch ist es, dass die Ukraine in der Region Cherson ab dem kommenden Frühling bis zur Krim sogar vordringen kann? Also soweit kann ich jetzt die Lage nicht voraussagen, selbstverständlich. Ich möchte ein paar Punkte erwähnen. Erstens erfolgte dieser Vorstoß, nachdem die ukrainische Gegenoffensive bereits kulminierte. Es gibt also keine Unterstützungsachse für offensive Operationen. In militärischen Unternehmungen braucht man eine Unterstützungsachse, um eben nicht den Gegner dazu veranlassen, dass er eben seine Reserven alle in diese eine Richtung, eben wo eben dieser Brückenkopf jetzt entsteht, entsenden kann. Das ist also extrem schwierig im Moment für die ukrainischen Streitkräfte hier auszubrechen, weil es eben diese Unterstützungsachse nicht gibt. Dann reden wir hier von kleineren Gruppierungen ukrainischer Soldaten, also vielleicht mehreren hundert, und die auch jetzt dann nicht über das notwendige Gerät für einen größeren Durchbruch verfügen. Dann ist die Versorgungslage im Winter natürlich eine ganz andere, die Anforderungen eben für den Nachschub ein ganz anderer als im Sommer. Dann sind die Witterungsbedingungen eben Regen, Schnee und so weiter, erschweren es den Soldaten auch hier durchzuhalten. Also ich glaube, man muss realistisch sein, was dieser Vorstoß hier erreichen kann. Es ist eine limitierte Operation, würde ich sagen, die jetzt keinen großen strategischen Einfluss auf das Kriegsgeschehen bzw. auf den Frontverlauf in unmittelbarer Zukunft ausüben wird. Sie haben gerade die Versorgung angesprochen. Können Sie das uns noch mal ein bisschen detaillierter aufzeigen, was ein kalter Winter, ein frostiger Winter, Schneestürme, was das auch alles für Auswirkungen auf die Versorgung haben könnten? Nun, die Witterungsverhältnisse haben Auswirkungen auf die Munition zum Beispiel, auf die einzelnen gepanzerten Fahrzeuge, auf die Motoren, auf die Erhaltung der Kampfkraft. Also ist es den Soldaten warm, haben die Soldaten genug Öfen und so weiter? Ist es trocken genug in den einzelnen Gräben? Ist es wirklich so eben, dass es den ganzen Winter über schneien wird oder bleibt es eben sehr nass? Hier gibt es verschiedenste Faktoren. Und ist es so, dass es viel bewölkt ist, das limitiert dann auch den Einsatz zum Beispiel von Drohnen auf beiden Seiten und so weiter. Also hier gibt es Dutzende Faktoren, die wichtig sind, aber ich möchte das immer jetzt wirklich im Kontext wissen. Das heißt also, die Wetterbedingungen sind ein Faktor, aber sicher nicht der entscheidende Faktor in diesem Krieg, und das hat auch ja das letzte Jahr gezeigt. Sie dürfen nicht vergessen, dass die russischen Streitkräfte im Winter in die Offensive übergegangen sind und dass auch die Ukraine relativ lange angegriffen hat in dieser Gegenoffensive, wo schon die Schlammperiode eben begonnen hatte in der Ukraine. Und ich war ja selbst an der Front während dieser Schlammperiode. Und wenn man hier wirklich mit Radpanzern bzw. mit gepanzerten Fahrzeugen mit Rädern und einzelnen Fahrzeugen mit Rädern fährt und nicht mit Ketten, man bleibt relativ schnell stecken. Also es ist wirklich so, eben, dass man versinkt fast im Schlamm, wenn die Straße nicht asphaltiert ist. Also sollte es ein wärmerer Winter werden, wie im letzten Jahr, dann hat das natürlich unmittelbaren Einfluss auf die Angriffsoperationen beider Seiten. Es gibt noch eine sehr große Frage, auf jeden Fall eine Frage, die in die Zukunft gerichtet ist aus dem Stream, die ich gerne zum Schluss noch an Sie stellen möchte. Natürlich interessiert das nämlich viele. Und zwar stellt sich der User, der sich Icke nennt, er oder sie, die Frage, wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass 2024 das letzte Kriegsjahr sein wird? Ich weiß, es ist schwer, in die Glaskugel zu schauen, aber vielleicht können Sie für uns zumindest mal eine Analyse wagen, was es alles bräuchte für die eine Version und was passiert in der zweiten Version. Ich kann mich hier relativ kurz halten. Also beide Seiten glauben noch, genügend militärische Optionen zu haben. Es gibt auf russischer Seite kein einziges Indiz, dass der Kreml bereit wäre zu verhandeln. Auf ukrainischer Seite, glaube ich, würde es durchaus einzelne Akteure geben, die bereit wären, zumindest Gespräche zu beginnen. Ja? Ob sie dann wirklich ehrlich verhandeln wollen, sei dahingestellt. Aber ich glaube, beide Seiten pochen noch auf militärische Optionen, um eben hier vielleicht eine Wende im nächsten Jahr also zu erreichen. Aber ich glaube, man muss realistisch sein. Auf ukrainischer Seite sollte das nächste Jahr zu einem Aufbaujahr für die ukrainischen Streitkräfte genutzt werden. Das heißt also, eine Defensivstrategie würde ich hier wahrscheinlich vorziehen, um eben die Kampfkraft zu erhalten, beziehungsweise die
ukrainischen Streitkräfte aufzubauen. Gleichzeitig muss man aber den Druck auf die russischen Streitkräfte aufrechterhalten, weil, wie man mit Avdijewka auch sieht, wenn man zu sehr der Druck nachlässt, dann gehen die russischen Truppen auch schnell wieder in die Offensive über. Und ich glaube, das Ziel auf russischer Seite ist nach wie vor in unmittelbarer Zukunft gesamten Donbass, also die Oblasten Donetsk und Luhansk, unter voller russischer Kontrolle zu bringen. Langfristig glaube ich dennoch, dass das Ziel des Kremls, Wladimir Putins, nach wie vor ist, die gesamte Ukraine zu unterjochen, das heißt eine prorussische Regierung dort zu etablieren. Und ich glaube, von russischer Perspektive sieht man keinen Grund, eben diesen Krieg frühzeitig hier abzubrechen. Sie glauben eben, dass langfristig es von Vorteil ist, den Krieg auszudehnen, so lange wie nur möglich. Und auf ukrainischer Seite ist, glaube ich, das große Problem, wenn man auf militärischer Seite sagt, wir gehen in die Defensive, könnte es hier vielleicht zu Spannungen mit der politischen Ebene geben, ja, weil die politische Ebene selbstverständlich auch Erfolge vorweisen will. Und das hat man ja auch öffentlich ein bisschen gesehen, dass es auf ukrainischer Seite hier intern einige Spannungen gab. Aber ich glaube, das Wichtigste zu verstehen ist, das Jahr 2024 muss ein Aufbaujahr werden für die ukrainischen Streitkräfte und die Ukraine würde gut tun, in die Defensive zu gehen, obwohl eben gleichzeitig der Druck aufrechterhalten bleiben sollte auf die russischen Streitkräfte. Aber das muss nicht unmittelbar eine neue Offensive bedeuten. Die Ukraine hat auch nicht die notwendige Munition, nochmals eine Offensive durchzuführen, wie sie es jetzt mit der Gegenoffensive im Sommer und Herbst getan hat. Das muss man auch offen sagen. Es gibt hier einen Nachteil, was die Artilleriemunition betrifft, aber gleichzeitig gibt es sehr viele neue indigene Systeme, Langstreckendrohnen, die eben benutzt werden, um tiefe, also Ziele in der Tiefe des russischen Raums, des russisch besetzten Gebietes anzugreifen und sich auch früher oder später eben stärker und stärker auf die Krim zu konzentrieren. Und hier kann ich mir gut vorstellen, dass früher oder später eben einzelne Brücken verstärkt angegriffen werden, einzelne Militärstützpunkte und so weiter. Und man wird nach wie vor versuchen, den Druck auf die Krim aufrechtzuerhalten, um eben den Druck dadurch auf die russische militärische und politische Führung sukzessive im Jahr 2024 zu erhöhen. Und die Munitionssituation auf ukrainischer Seite wird sich wahrscheinlich verbessern, auch Ende des Jahres, was ein weiterer Punkt wäre, warum die Ukraine auch nicht jetzt so schnell, glaubt, also wahrscheinlich diesen Krieg beenden wird.